Was machst du? Verflixt und Fugen, da muff ich nur ein Pfand fu. Boah, ich kann nicht mit dem seinen komischen Sprachfehler reden. Da werde ich selber ganz verrückt. Was war das denn? Okay, machen wir mal die Donnerbrüder. Das macht ein bisschen die Verteidigung runter. Und macht Autsch. Kann es sein, dass er schneller wird? Ja, schon, der hat gesagt, er müsste einen Farmpfuh legen. Ich glaube, er hat schon wieder gemacht. Okay, Schwungbrüder, Hackebrüder. Schwungbrüder, komm. Nein! Oh. Mist. Wow. Ich kann die Scheren angreifen, das irritiert. Oh. Okay, Schlagbrüder. Das ist die sicherere Methode. Und Zockfehler. Das ist gut. Sieht aus wie so ein richtiger Weihnachtsbaum. Muss man ja sagen, sieht gut aus. Bis auf die Sternbohne. Die gehört mir. Komm her. Der wird immer schneller. Drecksack. Und hopp. Noch schneller, geht's dir noch gut? Ja, hau mal kurz die ganze Krabbe nach oben. Alter. Alter. Ah. Alter, wie gut war das denn? Okay, level up. Alter. Das arme Viech. Halt nein, du hast schon so viel, kriegst schon mal Bart. Oh, ein guter Bart, mein Freund. So, und du kriegst nochmal Angriff, dann hast du es eigentlich fast aufgeholt. Ja, ja. Ihr müsst Paguri entschuldigen, er neigt ein wenig zu Rohheit. Entschuldigt bitte, es war unser Fehler. Aber sagt mal, seid ihr nicht aus einem bestimmten Grund hergekommen? Ja, ich möchte die Sternbohne da oben. Krieg ich die bitte? Was, das Bohnenfragment an der Schale? Ach, diese Bohne war derart bedeutungsvoll? Hast du gehört, Paguri? Ach, verflickt und fugenäht. Der Akzent ist noch mehr als nur geil. Jawohl, Sternbohne! Du erhältst ein Sternbohnenfragment. Du brauchst noch 3 Fragmente. Dabei hatte ich mich doch extra vor Föhn in Fahle geworfen. Dabei hatten wir uns doch solche Mühe gegeben. Was, ihr wollt schon gehen? Bleibt doch noch eine Weile. Superstars sind halt immer sehr beschäftigt. Wenn ihr zurückgeht, das hier ist eine Abkürzung. Dankeschön. Und ja, tut mir leid, Paguri. Was könnt ihr mir für die Bohne geben? Wenn ihr auf der Reise etwas findet, dann bringt es mir. Machen wir, Paguri. Machen wir. Ist doch selbstverständlich. Er hat uns zwar angegriffen, aber wir sind eben freundlich. Okay, ein Sternbrunnenfragment haben wir, 3 fehlen noch. Ich speichere lieber mal. Und hier war doch die grüne Röhre, dann können wir wieder zur Bohnenburg zurückkehren. Und dann gucke ich mal auf die Karte. So, Stempel drauf. Wo die anderen denn noch sind. Eines im Grinsewald.
gibt unten eine in der Nähe vom Flughafen. Ich weiß wo. Da war so eine Buhu-Statue. Und da oben? Ist es noch im Sternschnuppenfeld? Könnte es sein? Bin mir aber nicht mehr so sicher. Wir müssen mal gucken. War das hier oben die grüne Röhre? Ja, hier war die. Aber dich nehme ich noch gerne mit. So. Wir könnten gleich in den Grinsewald. Aber nein. Na. So, Bohnenburg. Da möchte ich hin. Jetzt hole ich nämlich endlich mal das nach. Mit dem Kaffee. Weil das bringt uns ja auch noch was, ne? Und auf ihn hin. Da muss ich nach. So. Hey. Ja, kennen wir. Ja, dann zeig mal, was für Bohnen wir haben. Nee, dafür reicht es nicht. Wir brauchen mehr Ahalia-Bohnen. Wo kriegen wir Ahalia-Bohnen? Gröllbohnen haben wir noch gar keine. Lachbohnen haben wir noch wenig. Aber Grinsebohnen haben wir viele. Da machen wir gleich so ein Säftchen. Komm mal her. Bitteschön, ein Grinsebohnensaft. Ja, das kennen wir. Boah, das spielen wir sich auch mal Let's Playen. Luigi's Mansion mit den Geistern. Und Professor Igitt, hi! So, saug den Geist auf. So, hi! Er hat das Kaffee gemacht, ja, das haben wir schon mal gesehen. Ja, hier, probier mal, ist lecker. Und schmeckt's. Ja, okay. Hier, oh, eine Doppelbörse, dankeschön. Tschüss. So, können wir noch einen machen. Vielleicht den Gumba-Colada? Ja, den können wir sogar noch machen. So, jetzt treffen wir gleich wieder auf Professor Igitt. Ein Gumba-Colada. So. Da ist er wieder. Hi. Das haben wir auch schon gesehen. Ja, ja. Jetzt geben wir wieder den Saft. Es schmeckt ihm. Hat aber leider zu viel getrunken, jetzt muss er aufs Klo. Nachdem man es den Bonusring gegeben hat. Das Problem ist, hier gibt es keine Toilette. So, da kommt Luigi mit dem Schreck weg. Und jetzt saugt der einfach kurz Professor Igitt auf. Ja, so einfach ist das. Okay, bis die Tage. Ich brauche noch mehr Boden. So. Die Doppelbörse könnte ich eigentlich gleich anlegen. Den Bonusring nicht, weil EXP-Bonus bei Sieg ohne Eigenschaden. Das ist nicht gut. Weil ich möchte... Ja, auch wenn Luigi ein bisschen vorne ist, ich möchte es nicht. So, wo sind denn die Säfte? Der gibt uns plus 4 Verteidigung. Gib mal Luigi, der hat weniger. Plus 4 Geschwindigkeit kriegt auch Luigi. So... Und nun gehen wir zum Grinsewald. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, wo da die Sternbohne sein könnte. Nämlich, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber da gab es eine Passage, da konnten wir nicht hingehen. Oh Gott, wie lange waren wir nicht mehr hier? Nämlich, das war da hinten. Und konnten wir hier hoch. So, aber hier ging es nicht mehr weiter. Weil hier dieser blöde Koopa stand, genau. So, jetzt speichere ich erstmal. Weil dann haben wir auch die Säfte wieder dabei. Mehr oder weniger, ja. Wir haben sie. Was erzähle ich? Zwergenlöcher. Na dann. Okay, hauen wir mal diesen blöden Koopa aus dem Weg. Ja, ich weiß, dass du geplättet bist und dass wir ein ungewöhnliches Paar sind. Wir sind nämlich die besten Brüder auf der Welt. Hahaha. Na, Pilz. Und Münzen. Wupp.
Was ich mich frage, wer stellt all diese Blöcke eigentlich auf? Nur damit wir kommen und diese Blöcke dann leer räumen. Ist auch irgendwie blöd. Na, okay. So, wo sind denn wir? Na, da ist eh nochmal ein Speicherbuch, okay. So, Grinsewald. Kriechengebiet. Hä? Kriechengebiet. Hey, eine Schnecke. Ab hier heiliges Gebiet der Kriechen. Durchgang für Fremde gesperrt. Ah, das sind also die Kriechen. Also nicht die Griechen in Europa, sondern die Kriechen. Mit K. So. Na, das braucht ich. Noch eine Grinsebohne. Die Grinsebohnen können wir eigentlich lassen. Es gibt keinen Saft mehr für Grinsebohnen. Ich hätte mir merken sollen. Warte mal, da gibt es doch irgendwas. Ne? Ah, Lachbohne. Ich hätte mir merken sollen, welcher die Geschwindigkeit und welcher die Verteidigung erhöht. Wäre sinnvoll gewesen. So, was hast du zu sagen? Willkommen in Arena. Versucht zu überleben. Oh. Okay, ich probier's. Jetzt wir kämpfen. Ihr zwei Entschlossenheit passt. Aha. Arena-Kampf gewinnen. Griechen akzeptieren euch. Willkommen an Rezeption von Arena. Wollen kämpfen? Aber sicher. Betreten von Arena 500 Münzen. Danach alles gratis. Die Schnecke links hat, also der Griechen links hat uns gesagt, dann akzeptieren die uns, dann können wir dann dieses Gebiet, also müssen wir schweren Herzens uns von diesen 500 Münzen trennen. Oh, Mann, oh, meine Münzen. Griechen-Arena, kämpfe oft bis gut kämpfen. Okay. Kämpfen? Ja. Laminai. Viel Glück, Dankeschön. Was muss ich machen? Willkommen in der Arena. Wollt ihr Blockschrotter spielen? Erklären. Alles klar, dann erkläre ich euch mal die Regeln. In dieser Arena müsst ihr in einer bestimmten Zeit so viele Spuckblöcke wie möglich zertrümmern. Das sind Spuckblöcke. Das sind Manusphären. Wenn ihr sie berührt, zittert ihr, also hütet euch vor diesen gefährlichen Gesellen. Die Manusphäre ändert ihre Farbe, wenn sie gegen den Reflektomat stößt, den ihr haltet. Wenn ihr damit dann die Spuckblöcke trefft, könnt ihr diese zertrümmern. Dies ist ein Reflektopilz. Diese Pilze solltet ihr euch auf jeden Fall unter den Nagel reißen. Dieser Pilz schützt euch bei Kontakt mit der Manusphäre. Und mit der Reflektorschicht könnt ihr den Spuckblock auch zertrümmern. Toll, was? Ah, die Barriere könnt ihr jederzeit durch Drücken von L und R wieder aufheben. Bewegt euch mit Hilfe des Steuerkreuzes, dreht euch mit A und B. Wie viele Spuckblöcke könnt ihr zerstören, bevor ich den rechten Bildschirmrand erreicht habe? Findet es heraus. Ja, machen wir doch mal. Highscore 20, dann müssen wir die wahrscheinlich jetzt schaffen. Wow. Oh. Wow. Sehr mal cool. So, die möchte ich gern haben. Ah, und mit L und R können wir diesen Schutzschild auch gleich einsetzen. Also als Angriff. Sehr gut. Yay! Yay! Das sieht witzig aus. Komm! Und Angriff. Na, verdammt. Schnecke, bleibt da hinten. Ich habe noch nicht meinen Highscore geschafft. Also euren. Nein! Na, verdammt. Egal, ich habe den Highscore. Ich habe den Highscore. Ich habe den Highscore. Ich habe den Highscore. Yay! Yay! Es klappt sogar. Yay! Mist. Komm schon. Yay. Komm, wir machen richtig. So. Na. Ah, verdammt. Na. So, dich habe ich erwischt. Mist. Jetzt sind die alle so klein. Warum? Upp. Nein. Warum? Treffer? Treffer. Mist. Nein.
Nein! Ah, Treffer. Nein, nicht Treffer. Das war kein Treffer. Doch, von denen. Egal, das Spiel ist jetzt eh gleich vorbei. Komm, ein noch. Na, schade. Egal, 33. Wir haben einen Highscore. Jawohl. Du Sieger, dies nehmen. Griechen akzeptieren dich. Griechen anhalten. Super, viel Glück. Können wir nochmal?